So, willkommen zur nächsten Folge. Ja, die erste Folge war natürlich ein schicker Reinfall. Wir sind am Ende schön gestorben. Das schafft natürlich auch nur ein Ronny. Das heißt, wir werden jetzt in der Folge erstmal versuchen, unseren alten Krempel wieder einzusammeln. Oder wir scheißen einfach drauf und fangen einfach komplett von vorne nochmal an. Also nicht komplett von vorne, sondern halt da, wo wir jetzt spawnen. Ach, nee, das gibt's doch ja nicht. Na gut, ich meine, so weit sind wir noch nicht gelaufen. Von daher, ich versuche unseren Krempel nochmal wiederzufinden. Wieso hier? Ach, weil wir hier geschlafen haben, na klar. Siehst du, das ist ja sowieso noch gar nicht so weit. Dann lohnt sich das ja sogar. Den ganzen Scheiß einzusammeln. Wir müssen nur irgendwie versuchen, möglichst weit runter zu kommen, damit wir nicht wieder so weit ja, genau das hier. Boah, Alter, es geht ja hier viel zu viel runter. Das ist ja, vor allem, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo genau wir krepiert sind. Auf jeden Fall bei irgendeiner flachen Stelle. Man sieht unten aber auch nichts. Ah! Los, schnell! Jawohl! Und wir haben sogar fast alles wiederbekommen. Nice! Tja, würde ich mal sagen, Glück im Unglück, hä? Auch wenn ich es ein bisschen blöd finde, dass man unter Wasser fast nichts sieht. So, mal abtauchen. Haben wir nicht alles zurückbekommen? Unser Bett fehlt noch. Also quasi eins der wichtigsten Sachen. Wow. Fuck. Sterb hier schon wieder. Dabei haben wir gerade erst unsere Sachen wieder gefunden. Okay, wir haben auch unser Bett zurück. Damit betrachte ich die Bergungsaktion mal als geglückt. Und wir ziehen mal weiter. Sonst ersoffe ich hier noch und dann sind wir vielleicht wieder tot. Das wäre natürlich nicht so optimal. Das Eis klingt wie Glas. Wow. So, erstmal hier wieder aufräumen unser Inventärchen. So, okay. Die wichtigsten Sachen haben wir alle. Was wir noch sonst noch so hatten, weiß ich gar nicht mehr. Von daher. Nee. Oh, wenn wir ein bisschen Stein haben, damit wir uns dann betreten auch Steinwerkzeuge bauen können. Und nochmal schön bei der Kohle hier absahnen. I hate you. So. Da ist auch noch was. Das lasse ich aber, weil ich da nicht rankomme. Da hinten hingegen versuche ich mal hinzukommen. Da ist auch Schotter. Und wir haben schon zweimal hier, das, was ich gerade in der Hand habe. Wie heißt denn das? Scheiße. Also das heißt nicht scheiße, aber ich bin gerade abgerutscht. Das ist scheiße. Ach, hier gibt es auch Kohle. Sag schon, wie heißt denn das? Leder, genau, Leder. Ach, fuck, 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 fuck. Ich will diese scheiß Diorite hier nicht abbauen. Geht doch. So, da haben wir auch schon ein bisschen Stein gedönst. Dann gucken wir uns mal hier nochmal um.
Oh, und das war's dann auch schon. So, dann machen wir mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kann ich mir so Werkzeuge bauen. Und zum anderen kann ich jetzt meine Craft Bench oder wie das Ding nochmal hieß, als Laufsteg benutzen. Kohle, Kohle. Gott, gibt's hier viel Kohle. Gut. Das war nicht effektiv. So, jetzt haben wir gleich mal alles ein, was man hier finden kann. Deswegen, weil wir brauchen sowieso noch Stein. Aber mehr scheint es hier erstmal nicht zu geben. Dann klauen wir uns mal wieder hier unser... Ups. Ich dachte, ich kann da so wunderschön raufspringen. Perfekt. Aha, da sieht es schon wieder ein bisschen flacher aus. Sehr schön. Gott, wer hat sich diese Lenkung ausgedacht? So, jetzt so und jetzt perfekt. Geht das? Ah ja, es geht. Ich kann also auch im Schiff Sachen aufsammeln. Das ist nice. Alter, wer hat sich diese Lenkung ausgedacht? Ah, Schifffahren stockert immer noch ganz schön. Das war auch schon früher so. Wobei es schon besser geworden ist. Die ganzen großen Ruckler sind mittlerweile schon weg. Gut, mal gucken, wo uns dieser Berg hier hinführt. Wie es aussieht, ins Verderben. Weg hier. Oh, Alter. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. Vertrocknetes Gras. Pilze. Pilze sind tatsächlich gut. Oh, was hast du hier? Mosierter Stein. Noch ein Pilz. Kann man aus den Pilzen was machen? Ja, ne? War mir irgendwie, dass man hier aus irgendwie ein Gericht zaubern kann. Und zwar kann man ja hier irgendwelche Salate und so einen Scheiß machen. Es wird schon wieder dunkel. Was ist das denn? Observer, ein Überwacher, okay. Ja, die ganze Redstone-Kacke, das ist natürlich, ja gut. Hä, hier sind wir ja nicht mit Gerichten. Digga, ich richte euch gleich alle hin. Ach, da ist was. Mushroom, ah, okay, oh, wir brauchen eine Schale. Ah, okay, gut. Oh. Oder? Ernsthaft? Gut. Das kann man jetzt gleich mal als Gelegenheit zum Schlafen. Bäumchen. Hat der Eiskaltbaum mit in den Tod gerissen. So ein Umweltvernichter. Er hat ganze Landschaften zerstört. Da hinten ist auch schon wieder sowas komisches, musiertes. Aha, gut, hier haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Hier geht's gut hoch, sehr schön. Ein paar Pilze, aber nur rote. Und für die für den Pilzsalat brauchen wir genauso viele rote wie braune. Von daher bringt es uns nichts, wenn wir jetzt hier hoffenweise rote finden und dann keinen einzigen. Ach, da unten ist noch ein brauner. Hä? Hab ich die jetzt oder was? Ah, hä, was ist mit dem los? Der Pilz hat wohl zu viele Pilze gegessen. Gut, einmal hier runter und dann
Holen wir uns mal wieder unser Bötlein. Und ziehen weiter. So lange, bis wir eine schöne Stelle gefunden haben, wo wir uns niederlassen können. Aber das ist hier alles noch nicht so das Goldene vom Ei. Das ist hier alles noch zu, ja, abstrakt. So. Das hier ist nice. Okay. Interesting. Dann ist auch wieder ein roter Pilz. Wow. Aha, interessant. So, hier wird das ein bisschen flacher. Und vor allen Dingen ein bisschen schneeloser. Also ein Gebiet, was durchaus schon mal in die nähere Wahl kommt. Hier gibt es aber auch nur rote Pilze. Ach, hallo. Ah, wo geht's denn? Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ah, nein. Nicht schon wieder sterben. Danke. Wie hießen diese Bäume nochmal? Buche oder Kastanie? Nee, Quatsch, das ist keine Kastanie. Das ist Buche, oder? Was sehe ich denn da oben? Lol, ich glaube, wir haben unser erstes, nicht Secret, Secret heißt es bei Doom, wie heißt das hier? Bei alten Schlössern, sag schon. Da oben. Wer ist das? Dungeon? Heißt das Dungeon? Ja, doch, Dungeon, genau. Wir haben unser erstes Dungeon, unser ersten Dungeon gefunden. Gott, wer hat diese scheiß deutsche Sprache erfunden? Ja, jetzt muss man natürlich auf den Berg rauf. Der ist natürlich schön hoch, da kommen wir nie im Leben rauf. Gott, wie kommen wir denn da hin? Hier kommen wir... Kommen wir hier rauf? Das sieht schon relativ gut aus. Ja, ich weiß, wir können jetzt einfach da irgend so einen Kackstab hinsetzen und uns da irgendwie hochbauen. Das will ich aber gar nicht. Das sieht zu behindert aus. Aber hier können wir uns vielleicht ein bisschen hochbauen. Ja? Noch nicht? Ich versuche mal hier erstmal auf den Berg rauf zu kommen und hier wird der Berg flacher. Vielleicht wird er genauso flach wie meine Witze, dann kann ich hier nämlich problemlos raufgehen. Wow. Danke. Oh, wir haben Samen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann können wir nämlich, sobald wir irgendwo ein bisschen sesshaft geworden sind, auch gleich anfangen. Nicht Viehzucht, sondern sag schon. Alter, wieso bin ich heute so wortstutzig? Feldarbeit zu betreiben. Da geh jetzt mal auf hier. Gott damn it. Was ist hier für ein scheiß Berg? Nein. Dazu stürze ich jetzt 3 Kilometer ab. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Okay, vielleicht können wir hier noch ein bisschen höher. Gott, gibt es hier viele Pferde. Nice. So, wo war jetzt unsere Schlucht? Die war hier irgendwo. Wir müssen uns also immer schön hier dran halten. Wow, hier geht's aber hoch. Sind wir überhaupt noch richtig?
Ich weiß es nicht. Doch, sieht so aus. Ah, genau, die Schlucht hier ist es. Die, hier müssen wir rein. Hier, ja, da unten. Oh, da ist sogar eine Kiste. Also das ist definitiv ein Dungeon. Ja, gut, dann baggern wir uns mal hier unten durch. Oha, da kommen wir schon direkt drauf. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir baggern uns hier eine schöne Treppe. Ist wieder dieses Diorito, oder? Ist nicht, ist kein normaler Stein hier, den ich jetzt gerade abbaue, oder? Doch. Doch, ist ein normaler Stein. Gut. So, jetzt bin ich hier irgendwo drauf. Digga, wenn ich hier runterfalle, ich bin sowas von tot. So, Waffe schon, Ding schon mal entschärft. Wow. Lol. Fähren wir hier gleich. Hauptgewinn. Gut, dann fange ich schon mal an, die ersten Sachen hier zu lassen. Dass das so schnell passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach du Kacke. Und wir haben noch keinen einzigen Rucksack. Gibt es überhaupt Rucksäcke? Oder wechsle ich das jetzt gerade mit meinem Test? Gibt es hier bei Minecraft Rucksäcke? Bin mir gerade nicht so sicher. Weil es sieht nicht so aus, weil hier sind nur so Plätze für Rucksäcke. Nee, hier gibt es ja keine Rucksäcke. Bin doch bescheuert. Das ist ja Bullshit. Gut, okay. Pflanzen können wir komplett hier lassen. Dafür würde ich gerne die Kisten als solches nämlich mitnehmen. Oha, ich höre böse Viecher. Perfekt. Könnte ich hier was mitnehmen? Nö. Das ist eigentlich alles bloß Sachen, die ich hier noch nicht brauchen kann. Ach du Kacke, da ist... Denn es ist hier kein größeres Gebäude, sondern das sind zwei eigenständige Gebäude. Ja, zwei eigenständige Gebäude. Was? Wieso kann er um die Ecke schießen? Der will doch verarschen hier, oder? Wir haben einen goldenen Apfel. Heißt also, für den Fall eine Falle ist, haben wir schon mal vorgesorgt. Ich will jetzt aber hier nicht verschwenden. Was? Hä? Leute, wir hatten volles Herz. Wieso hat mich jetzt ein Angriff umgebracht? Irgendwas ist hier gerade falsch. Das ist natürlich jetzt Bullshit. Das ist natürlich jetzt richtig Bullshit. Und es wird natürlich auch dunkel. Wir sind also jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch. Ich muss also quasi da hinten jetzt nochmal hin. Die Frage ist nur, warum sind wir jetzt gerade gestorben? Wir hatten volles Leben. Ich muss da hinten hin. Wir müssen irgendwie schlafen. Oh Gott, Alter, ewig schnell wird es dunkel. Ach du Scheiße. Da müssen wir hin.
Also so viel hatte ich das Ganze jetzt gerade nicht vorgestellt. Na gut. Ich würde mal sagen, wir lassen es erstmal dabei. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ciao.